Hallo und willkommen zurück im Mastery-Video zum Thema Verbindung von Bruch- und Dezimalzahlen. Hast du es geschafft, die Bruchzahl ein Drittel in eine Dezimalzahl umzuwandeln? Tommy und ich würden die Division folgendermaßen durchführen. Komisch, der Schritt wiederholt sich ja ständig und somit bricht die Dezimalzahl offensichtlich nicht ab. Hast du eine Idee, wie man diese Art von Zahlen nennt? Diese Zahl nennt man periodische Dezimalzahl. Wir schreiben über der 3 einen Punkt und dies signalisiert uns, dass die Ziffer unendlich oft wiederholt wird. Ein weiterer wichtiger Begriff ist die Periodenlänge. Die Periodenlänge ist 1. Da bei dieser Dezimalzahl genau eine Ziffer unendlich oft vorkommt. Nun sollen die Bruchzahlen ein Sechstel und ein Neuntel als Dezimalzahlen angegeben werden. Drücke hierfür auf Stopp und führe die jeweiligen Divisionen durch. Oh, wieder zurück? Super! Tommy und ich sind auf folgende Ergebnisse gekommen. Bei der zugehörigen Dezimalzahl von ein Sechstel erkennt man, dass sich die Ziffer 6 unendlich oft wiederholt. Über das 6 wird also der Punkt gemacht. Und wir nennen diese Zahl auch gemischt periodische Dezimalzahl, da die Zahl erst ab der Hundertstelstelle periodisch ist, weil ja vor der 6 eine Ziffer ungleich 6 steht. Ein Neuntel ist dann eben 0,1 periodisch und hier wiederholt sich die 1. Daher wird über der 1 ein Punkt gemacht. Diese Dezimalzahl merke dir, weil wir werden sie später im Video noch brauchen. Als nächstes schauen wir uns die Bruchzahl 44/333 genauer an. Drücke wieder kurz auf Stopp und versuche die Division zuerst selbst. Was fällt dir auf? Ja, genau, es wiederholt sich jetzt nicht nur eine Ziffer, sondern sogar drei Ziffern. Die Ziffernfolge 132 kommt nämlich unendlich oft hintereinander vor. Die Periodenlänge der Zahl ist somit 3. Hierfür machen wir keinen Punkt, sondern einen Strich über die Ziffernfolge, die sich unendlich oft wiederholt. Jetzt betrachten wir den umgekehrten Weg. Die Zahl 0,4 periodisch soll als Bruchzahl dargestellt werden. Wenn wir also 0,1 periodisch mit 4 multiplizieren, erhalten wir 0,4 periodisch. Von vorhin wissen wir, dass ein Neuntel dasselbe ist wie 0,1 periodisch. Wenn wir also ein Neuntel mit 4 multiplizieren, erhalten wir 4 Neuntel und wissen somit, dass 0,4 periodisch dasselbe wie 4 Neuntel ist. Zum Schluss noch ein kleines Quiz mit 10 Fragen über die Inhalte der letzten 3 Videos. Zu jeder Frage gibt es 2 mögliche Antworten. Schreibe dir den Buchstaben der jeweiligen Lösungen in der genauen Reihenfolge auf. Und lasse dir so viel Zeit, wie du brauchst und drücke auf Stopp, um die Fragen zu beantworten. Mal schauen, ob du das Lösungswort von Tommy und mir herausfinden kannst. Gratuliere! Du hast das Rätsel von Tommy und mir gelöst. Super! Hier noch einmal die richtigen Antworten zu den Fragen. Du hast den Lernzyklus zum Thema Verbindung von Bruch- und Dezimalzahlen erfolgreich gelöst. Danke fürs Dabeisein und alles Gute!